Hallo, schön, dass du wieder dabei bist bei unserem nächsten Video in unserer Achtsamkeitsreihe hier bei Travel Charm. Und vielleicht erinnerst du dich, wir haben letztes Mal über unsere Gedankenwelt gesprochen und heute möchte ich mir mal unsere Gefühlswelt mit dir zusammen näher anschauen. Denn auch Gefühle können uns sehr, sehr stark überfordern und Stress in uns auslösen. Bevor ich aber erkläre, wie du mit den starken und unangenehmen Gefühlen achtsam umgehen kannst, möchte ich erst noch mal darauf eingehen, was Gefühle oder auch Emotionen eigentlich sind und wie sie dir dienen können. Emotionen sind körperliche Reaktionen, die unmittelbar auf einen Reiz folgen und nach außen sichtbar sind. Und das kann beispielsweise so ein impulsiver Wutausbruch sein, wenn jemand plötzlich rumschreit. Und diese Emotionen haben immer ihren Ursprung im limbischen System. Das ist ein sehr, sehr alter Teil des Gehirns und werden eben durch äußere Reize ausgelöst. Sobald sich das Großhirn mit einschaltet, das ist ein jüngerer Teil des Gehirns, fängt sozusagen unser Gehirn an, bestimmte Reaktionen des Körpers erstmal bewusst wahrzunehmen und dann auch zu interpretieren. Und dann spricht man von Gefühlen. Und auf diese Gefühle möchte ich mich nun beziehen, denn das sind schlussendlich wichtige Botschafter. Und sie halten wichtige Informationen für uns bereit, die unserem Verstand vielleicht vorher einfach verborgen geblieben sind. Und das können Informationen über uns selbst sein, über unsere Mitmenschen oder auch unsere Beziehungen zu ihnen. Und im Grunde machen diese Gefühle uns einfach nur unsere Bedürfnisse bewusst. Und das ist zum Beispiel ein Bedürfnis nach Sicherheit oder Anerkennung. Also da steckt immer ein Bedürfnis hinter so einem Gefühl. Und diese Gefühle setzen uns auch mit unserer Umwelt und mit unseren Menschen in Beziehung. Zum Beispiel, ob wir jemanden mögen oder ob wir Angst vor jemanden haben, ob wir jemanden doof finden. Auch das spiegeln unsere Gefühle wieder. Und ja, es gibt eine Vielzahl an Gefühlen, Angst, Wut, Freude, Traurigkeit, Dankbarkeit. Ich schätze, während ich jetzt gerade so die paar aufgezählt habe, hast du innerlich schon angefangen einzuordnen. Das heißt, wir haben unsere Schubladen. Das eine sind die unangenehmen Gefühle, das andere sind die angenehmen Gefühle. Dann gibt es vielleicht noch was dazwischen, was neutral ist. Aber wir stecken sofort unbewusst jedes Gefühl in eine Schublade. Und dabei sind Gefühle per se jetzt gar nicht gut oder schlecht. Sie möchten uns immer nur auf etwas aufmerksam machen, auf ein Bedürfnis oder auf was, was unterbewusst eine Rolle spielt. Und das Problem dabei ist einfach, dass die Gesellschaft uns gelehrt hat, Gefühle zu kontrollieren und dadurch auch immer ein Stück weit zu unterdrücken. Also wir verbergen Gefühle vor anderen oder auch vor uns selbst, um so ein gewisses Selbstbild aufrechtzuerhalten. Und wir haben so verinnerlicht, dass bestimmte Gefühle einfach unangenehm sind und sozusagen als schwach gelten. Also wenn wir die zeigen und äußern, dass wir gleichzeitig auch eine gewisse Schwäche zeigen. Also indem wir weinen in der Öffentlichkeit zum Beispiel, machen die wenigsten gerne. Oder auch Wut. Viele unterdrücken diese Wut dann, weil sie wissen, es wird nicht gerne gesehen in der Gesellschaft. Uns gehört sich nicht. So, das kriegen wir von klein auf schon eingetrichtert und entsprechend lernen wir, diese Gefühle zu unterdrücken oder auch zu vermeiden. Und dieses Unterdrücken ist aber so tausendmal anstrengender und ungesünder für uns, als wenn wir dieses Gefühl einfach nur fühlen würden. Und da sind wir schon beim Punkt, wie gehe ich denn mit unangenehmen Gefühlen um? Also was kann ich da tun, wenn so ein unangenehmes Gefühl auftaucht? Und auch da gibt es, wie beim letzten Video, Schritte, die man so durchgehen kann. Genauso wie bei den Gedanken möchte ich jetzt 5 Schritte mit dir teilen, wie wir gesund mit unseren Gefühlen umgehen können. Und auch hier das erste ist wieder Bewusstwerdung. Exakt wie bei den Gedanken, wir müssen uns erstmal wieder bewusst werden, was haben wir eigentlich für Gefühle. Deswegen halte einfach mehrmals am Tag inne, spür mal in dich rein, wie geht's mir gerade und was fühle ich gerade. Und komm dabei aus dem Kopf raus, aus dem Kopf raus, wieder rein in den Körper und fühl einfach nur, was da ist. Ohne irgendwas hinzuzufügen oder wegzulassen, sondern einfach nur alles sozusagen wahrzunehmen, was sich zeigt. Und das Problem ist, wir sind meist so sehr im Kopf, dass wir den Kontakt zu unserem Körper und zu unseren Gefühlen verloren haben.
wir nehmen entsprechend gar nicht mehr wahr, was wir eigentlich empfinden, ne? Was für Gefühle gerade da sind. Und indem wir das immer wieder üben und im Alltag verinnerlichen und integrieren, mal nach innen zu schauen, stärken wir wieder unsere Selbstwahrnehmung. Das passiert dann ganz automatisch. Der zweite Schritt ist wieder Akzeptanz. Also was auch immer sich zeigt, heiße es willkommen. Wenn du es verdrängst, kommt es einfach immer wieder und klopft immer wieder an deine Tür und immer lauter und immer stärker und irgendwann überrollt es dich in einer Situation, wo es noch unpassender ist, als wenn du jetzt zwischendurch mal reingefühlt hättest. Deswegen ganz egal, ob Ärger, Traurigkeit oder Freude, es ist okay, dass es da ist. Es ist einfach nur eine Botschaft, die dich erreichen soll. Und keines der Gefühle will dir irgendwas Böses, es will einfach nur gesehen und wahrgenommen werden. Der dritte Punkt ist dann Erforschung. Also nimm mal so eine ganz neugierige Haltung ein und erforsche das Gefühl genauer. Wie drückt es sich im Körper aus? Und wo spüre ich es im Körper? Wie fühlt es sich genau an? Und vielleicht bemerkst du, dass da irgendwie ein Druck in der Brust auftaucht oder dass so ein Kribbeln im Bauch sich zeigt, so eine Unruhe. Das kann sich bei jedem Menschen ganz unterschiedlich äußern. Und da einfach mal ganz neugierig sein und gucken, wie zeigt sich dieses Gefühl in meinem Körper? Und auch bemerken, wenn du länger reinspürst, verändert sich das Gefühl vielleicht? Wandelt es sich, ohne dass ich irgendwas tue? Nur allein dadurch, dass ich da mal reinspüre. Dann der vierte Schritt ist, wenn du ein sehr starkes, intensives Gefühl hast, geh auch hier wieder in die Nicht-Identifikation. Das hatten wir bei den Gedanken schon, indem ich mich sozusagen von diesem Gefühl löse und sage, da ist sie wieder, die Wut. Interessant. Dadurch schaffe ich so eine Distanz zwischen das Gefühl und mir selbst. Heißt nicht, dass ich das Gefühl verdränge, es darf trotzdem da sein, aber ich schaffe so ein bisschen Raum zwischen dem Gefühl und mir und kann das noch besser beobachten dadurch und da sein lassen. Und der letzte Schritt ist, das Bedürfnis dahinter erkennen. Also wenn du das beobachtest, wirst du merken, sobald du dem Gefühl mehr Raum gibst und das vielleicht ein paar Minuten einfach durchfühlst, wird es auch wieder verschwinden. Und vielleicht erkennst du in diesem Prozess das Bedürfnis, was dahinter steckt, was du eigentlich gerade brauchst. Und vielleicht ist es, wenn du gerade ärgerlich bist, ist es vielleicht die Anerkennung, dass du nicht gesehen wurdest, ne? Mit dem, was du eigentlich in dieser Welt ausdrücken wolltest. Also auch da immer wieder gucken, was liegt eigentlich dahinter und wie kann ich dieses Bedürfnis erfüllen. Und der Prozess, den ich jetzt beschrieben habe, der lässt sich wunderbar in der Achtsamkeitsmeditation üben. Dabei wirst du wieder zu dem stillen Beobachter, der einfach alle Empfindungen und Gefühle im Körper beobachtet und sie mit einer annehmenden Haltung erforscht. Also du verankerst dabei deine Aufmerksamkeit im Körper und bemerkst, sobald neue Empfindungen oder Gefühle auftauchen und wie sie sich von Moment zu Moment wirklich verändern, ohne dass du eingreifst. Und je öfter du das übst, umso gelassener wirst du. Also auch wenn schwierige Gefühle auftauchen, du hast dann verinnerlicht, dass du diese unangenehmen Gefühle nicht vermeiden oder verdrängen musst, sondern dass du sie einfach fühlen kannst. Und genau das ist pure Freiheit, wenn du mich fragst. Also wenn du nicht mehr Wege suchen musst, um Dinge zu vermeiden, dann bist du frei. Und das ist was, wonach wir uns ja irgendwie auch alle sehnen. Und falls du in diesem Prozess auch bemerken solltest, dass du selten positive Gefühle spürst und fühlst, kannst du einfach eine kleine Abendroutine entwickeln, indem du einfach, wenn du ins Bett gehst, dir noch 3 Minuten Zeit nimmst und mal drüber nachdenkst, was du heute Schönes erlebt hast oder auch für was du gerade dankbar bist. Und dann kannst du auch den Blick nach innen wenden und genau beobachten, was löst denn das in deiner Gefühlswelt aus? Wie fühlt sich Dankbarkeit an? Wie fühlt sich diese Freude an? Und dir wirklich Zeit nehmen, das intensiv zu spüren. Und auf diese Weise kannst du Samen für positive Gefühle pflanzen und den Tag friedlich beenden.
Und im nächsten Video gehe ich noch auf den letzten inneren Reiz aus, der Stress auslösen kann. Und das sind nämlich die Schmerzen. Besonders bei chronischen Schmerzen ist es so, die können ja sehr belastend sein und uns das Leben schwer machen. Also wenn du betroffen bist und vielleicht auch so Rückenschmerzen öfter hast oder Kopfschmerzen, dann schau unbedingt wieder nächstes Mal vorbei, um zu erfahren, wie du achtsam damit umgehen kannst und auch da mehr Gelassenheit und Frieden reinbringen kannst. Und bis dahin wünsche ich dir alles, alles Liebe. Ciao.